Moin Wohnzimmerkapitän und herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge zu Elli, ein neuer T6 Premium-Kreuzer, der für die Europäer demnächst ins Spiel kommen wird. In diesem Video gucken wir uns das ganze Schiffchen mal ganz genau an, inklusive Panzerung, ein bisschen was zur Geschichte und natürlich die Daten im Vergleich. Moin Wohnzimmerkapitäne, liebe Kanalmitglieder, liebe Community, herzlich willkommen zu unserer Ausblickfolge. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt jetzt ein bisschen Bock, hier mit dabei zu sein, wenn wir uns die Elli mal ein bisschen genauer angucken. Ist ja ein Schiff, wenn man sich das so ein bisschen länger anguckt, vielleicht bei dem einen oder anderen schneller, bei dem einen oder anderen kürzer, was wir in World of Warships ja schon haben. Und zwar ist das am Ende die Duca d'Aosta, die jetzt locker 4 Jahre, 5 Jahre in World of Warships verfügbar ist. Ist einer meiner ersten Premium-Schiffe, die ich überhaupt in World of Warships mitgekauft habe damals. Und jetzt kommt sie als europäischer Kreuzer wieder zurück. Warum ist das so? Vielleicht gibt uns die Geschichte in diesem Fall so ein bisschen den Hinweis. Und da hat mir Chronogramm vor einiger Zeit schon die Infos für rausgesucht. Ich möchte euch die ganz kurz mal mit auf den Weg geben. Ursprünglich war die Elli das zweite Schiff der Duca d'Aosta Klasse. Also daher haben wir das schon mal. Und wurde als Eugenio di Savoia am 16. Januar 1936 in Dienst gestellt. Sie nahm unter anderem am Spanischen Bürgerkrieg mit teil und an verschiedenen Operationen während des Zweiten Weltkrieges. 1942 wurde sie in Napoli bei einem Bombenangriff schwer beschädigt und nach der Kapitulation Italiens dann in die Hände der Griechen am Ende übergeben, die diese Schiff dann als mobiles Hauptquartier für ihre Marine nutzten oder eben auch als Gefängnis, muss man sagen, bevor sie dann 1973 verkauft wurde. Und darum haben wir sie jetzt also dann im europäischen Baum statt im italienischen Baum. Jetzt kennen wir Wargaming ja, die nehmen ja gerne mal die gleichen Modelle nochmal, setzen da irgendwie leicht was anderes rauf manchmal und dann verkaufen sie das einem als neues Schiff. Wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier bei der Elli darstellt. Gucken wir uns jetzt mal den Dampfer ein bisschen genauer an, indem wir hier wieder unser Close-Up durchgehen. In dem Sinne kann das Schiff ja gar nicht so eine große Überraschung parat haben, weil, wie gesagt, den Rumpf an sich haben wir ja eigentlich schon längere Zeit im Spiel. Was natürlich jetzt hier im Gegensatz zu den Italienern fehlt, ist hier die weiß-rote Lackierung, die ja so markant bei den italienischen Schiffen im Allgemeinen ist. Das war ja die Freund-Feind-Erkennung quasi bei den Italienern. Was sich aber dann doch noch geändert hat, ist hier an der Seite, an der Position, ist das Upper Deck, wenn man so sagen möchte, nicht so weit durchgezogen wie jetzt bei der Duca d'Aosta. Ich zeige euch das einmal. Hier merken wir uns einfach die Schornsteinposition, die Flak der 37 mm Zwillinge da. Und wenn wir jetzt umschwenken, dann ist hier die Position der Zwillinge sozusagen, aber noch ein bisschen weiter nach hinten gezogen, ist hier so ein bisschen zugebaut. Ja, also von der Sache her würden wir das auch gleich bei der Panzerung sehen. Da ist die Duca d'Aosta hier an dem kleinen Bereich ein bisschen besser gepanzert, wenn man das so möchte, als die Elli. Aber die wesentlichen anderen Sachen, ja, die sind eben ja, gleich. Ne? Wir haben hier dreifach Torpedowerfer mit Schiffs angebracht, Doppelschornstein, Ausflugsboote. Ja, Ausflugsboote sind dann auch wieder mit dabei. Hier haben wir die Entfernungsmessungsgeräte, 100 mm Sekundär Zwillingsgeschütze mit drauf. Im hinteren Bereich kommen dann wieder die 152er durch. Namensgebung ist jetzt hier noch nicht mit so eingebaut wie bei der Duca d'Aosta. Hier haben wir ja gut, da Elli, ja, griechische Buchstaben, wenn ich das richtig sehe. Jeder von uns, glaube ich, war schon mal in Griechenland in Urlaub oder fast jeder zumindest. Da werden die Ls ja so ein bisschen anders geschrieben. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir zu dem Dampfer fast nicht sagen. Und mein üblicher Hinweis, wie dass die Schiffsmodelle schön sind, der gehört natürlich auch in dieses Video. Die Schiffsmodelle sind einfach meistens ziemlich cool gemacht. Also in den häufigsten Fällen. Manchmal, es gibt auch so durchaus Momente, wo ich mich off-Stream oder off-Video mich mal auch hinsetze und einfach nur die Schiffe mir genau angucke. Das kommt tatsächlich vor. Könnte häufiger sein, aber es ist trotz alledem so, dass man sich dann einfach mal so hinsetzt und so ein bisschen genießt, wie diese Spielzeugschiffe sozusagen aussehen nach den realen Vorbildern.
Jetzt aber gleich zur Panzerung, Leute. Ja, ich will es hier gar nicht ewig in die Länge ziehen. Kommen wir gleich mal hier Butter bei die Fische. 16 mm Frontpanzerung, also Bug und Achterdeck 16 mm, ist am Ende das, was wir eben bei der Duca d'Aosta schon kennen. Auch hier oben drauf, die 25 mm sind bei der Duca d'Aosta ganz genauso. Hier ist jetzt der Part, den ich meine. Bei der Duca d'Aosta ist das hier einfach länger gezogen. Hier haben wir hier so eine Stufe drin, die ist nicht leidlich, muss man sagen. 15 mm öffnet natürlich gerade für den Beschuss aufs Schiff nochmal so eine Stufe, wo Granaten eher mal reinfliegen. 15 mm ist jetzt auch nicht gerade sonderlich dick. Der Overmatch ist da relativ einfach und präsent. Ich zeige euch mal die Stufe zur Duca d'Aosta. Da sind wir hier, haben wir diese Stufe drin und da haben wir eben hier noch einen länger langgezogenen Bereich, 25 mm und hier an der Seite sind es dann auch 20. Ne? Also das schützt natürlich hier diesen Bereich, diese Stufe ein bisschen mehr. Und das haben wir eben bei der Ellie jetzt nicht, was sie in dem Bereich theoretisch verwundbarer machen könnte, ja, wenn da gerade eben der Beschuss hinkommt und wir uns nicht mit unserer möglichen Wendigkeit dann eben da rausdrehen können oder was auch immer. Ihr wisst, wie es gemeint ist, denke ich. Also 20 mm hier an der Seite sind es dann 70, das ist auch bei der Duca d'Aosta so. Bug und Achterdeck einfach mal weggenommen. Hier vorne die Zitadellen, der Zitadellen- und Kasemattenaufbau ist 1:1 das gleiche, was wir eben von der Duca dann schon kennen. Wer die Duca hat und so mal ein Spielgefühl haben möchte, was die Panzerung betrifft, ich denke, da kann man einfach die Duca nehmen und einfach mal ein bisschen durch die Gegend fahren auf T6 und dann wird man sehen, wie sich dazu anfühlt. So ähnlich, ich stelle es mir zumindest so vor, wird sich die Ellie dann auch anfühlen. Hier 15, hier ist die Panzerung dann ein bisschen dicker. Gehen wir mit dem Mauscursor drüber, dass ihr dazu ein bisschen seht. Hier unten 20 mm, hier an der Seite sind es sogar nur 7, also easy peasy zu overmatchen, wenn eine Granate da hinkommen würde. Ist ja auch deutlich unter Wasser. Wenn wir uns jetzt die Wasserlinie angucken, da haben wir zwar keine direkte Panzerung, die an der Zitadelle an, also das schon Zitadellenpanzerung ist. Es ist so eine Space Armor, kann man sagen, weil dazwischen einfach noch ein bisschen Luft ist. Nichtsdestotrotz ist die Zitadelle hier sicherlich nicht problematisch zu erreichen. Jeder, der Maduka gefahren ist, der weiß Bescheid, denke ich. Dann gucken wir hier hinten nochmal rein. Auch hier ist es natürlich so aufgebaut. 20, 50, 60 und auch hier sind es natürlich in dem Bereich dann 70. Und innen dann 40 mm. Ich versuche da aber gerade so ein bisschen rein zu luschern. Hier hinten sind es dann 35 in der Mitte. Ja, da kann man natürlich dementsprechend auch noch die Panzerung außen wegnehmen. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher mit dem Reinluschern. Aber ja, Overmatch wird natürlich ein Problem sein. Wir haben auf T6 Schiffe mit 380 mm Kaliber. Und die würden die 25 mm, die wir hier auf dem Deck oben drauf haben, auf jeden Fall schon mal ignorieren. Es gibt aber auch eine ganze Menge Schiffe, die 356 haben. Wenn die AP verschießen, haben wir potenziell Abprallwinkel. Hier bei den 20 mm an der Seite, ich packe das jetzt extra mal drauf, da natürlich nicht. Da würden die 356 auch die Panzerung ignorieren. Hier hinten bei den 16ern sowieso und im Bug halt auch. Aber zumindest ist der Deck dann ein bisschen besser geschützt. Bei HE sieht das natürlich anders aus. Da gibt es keine Abräumige, da gibt es keine Overmatch-Mechanik. Also da sind wir dann relativ schnell, wo wir sehr viel Schaden aufnehmen können. Ne? Das müssen wir uns dann mal angucken, wie das dann im Gefecht dann halt jeweils ist. Prinzipiell, man merkt, das ist ein leichter Kreuzer aus meiner Sicht. Und damit gucken wir uns jetzt einfach mal die Werte an, ne? Anstatt jetzt hier die Panzerung die ganze Zeit noch weiter auseinanderzünden. So, und da haben wir dann 29.700 Trefferpunkte zu Buche stehen bei der Ellie. Das ist übrigens genau der gleiche Wert, den die Duca d'Aosta auch hat. Auch der Torpedoschutz mit 7% ist komplett gleich und in dem Sinne keine Überraschung. In der Überlebensfähigkeit in dem Bereich siedeln wir uns also in der Mitte bei Kreuzen auf der Stufe 6 an. Interessant wird es jetzt bei der Artillerie aus meiner Sicht ein bisschen zumindest. Erster Hinweis hier, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, hat dieses Schiff noch eine Ladezeit von 6,7 Sekunden in der Hauptbatterie. Das wird jetzt im Test geändert werden, nämlich in der nächsten Iteration bekommt dieses Schiff dann 8 Sekunden Ladezeit. Also schon mal gleich im Hinterkopf behalten, wir laden eine halbe Sekunde langsamer nach, als das, was die Duca d'Aosta hat, denn die hat 7,5 Sekunden standardmäßig. Auch da liegen wir eher so von der Ladezeit im Mittelfeld. Das ist schon bei der Duca so und mit den 8 Sekunden sind wir da erst recht im Mittelfeld angesiedelt. Wir haben hier eine Maximalreichweite von 16,5 Kilometer. Das ist ganz ordentlich. Damit sind wir relativ weit vorne für einen Kreuzer auf der Stufe 6. Sigma-Wert ist 2.0, so wie wir das von Kreuzern schon kennen. Auch die Streuungsellipse scheint jetzt erstmal soweit in Ordnung zu sein für einen Kreuzer. Die 180-Grad-Kehre mit 25,7 ist soweit auch okay. Nichts außergewöhnlich, nicht sonderlich langsam, nicht besonders schnell. Also normaler Durchschnitt. HE-Granate
Aber das kennen wir eigentlich auch schon. Das sind Duca der Ostergranaten. HE und AP. Alles beides ist so mittelprächtig vom Alpha-Damage her. Bei der Brandwahrscheinlichkeit bei der HE sind wir eher schlecht aufgestellt. Da gibt es 150er, 152er, die mehr Brandwahrscheinlichkeit haben, gerade bei den Japanern zum Beispiel. Und die Penetration, auch da sind wir eher nur so mittelprächtig aufgestellt. Wir haben so auf 12 Kilometer 98 mm sehr wahrscheinlich. Und da gibt es auch deutsche Granaten zum Beispiel, die dann ganze Ecke stärker sind. Die sind auch vom Alpha-Damage deutlich stärker. Die Deutschen haben mit den 150ern 3900 Alpha-Damage. Wir haben jetzt hier 3,2. Gibt auch leicht schwächere AP-Granaten. Also auch, wie ihr merkt, ne, wir sind eigentlich überall so ein bisschen, in Anführungsstrichen, halt Durchschnitt. Abprallwinkel und so weiter, soweit ich es weiß, sollen normal sein. Also nicht irgendwie was Verbessertes oder eine kürzere Zündschwelle oder irgendwie Sachen haben sie alles nicht eingebaut. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich nur die Basisreichweite. Denn die Duca der Oster hat ja eine geringere Reichweite. Hier bei der Ellie sind wir halt da ein bisschen besser aufgestellt. Nächstes Ding, Torpedos. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Dreifachwerfer jeweils mittschiffs platziert. Und da haben wir das Problem, dass die Duca der Oster eine große Reichweite hat mit langsam schwimmenden Torpedos, die aber eine sehr späte Reaktion beim Gegner ermöglichen, weil sie halt so spät aufgehen. Ich glaube, da reden wir von der Erkennbarkeit der Torpedos von 7,3 Sekunden, die wir dem Gegner lassen. Hier haben wir schon mal das Problem, dass wir eine kurze Reichweite haben, zwar eine hohe Geschwindigkeit, aber auch eine hohe Erkennbarkeit. Und dementsprechend hat die Ellie oder lässt die Ellie mit ihren Torpedos nur eine ganz, also eine viel höhere Reaktionszeit zu. So rum. Wir sind bei 8, irgendwas Sekunden. Und naja, das ist halt nicht so schön. Mal abgesehen davon, dass wir mit den 6-Kilometer-Torps halt nicht so viel reißen können. Das ist halt so Notabwehrstachel, so ungefähr, die man in Wasser wirft. Bei den Wasserbomben gibt es wieder nichts Besonderes zu erwähnen. Das ist hier kein Airstrike. Wir rollen die Tonnen hinten übers Wasser, übers Deck ins Wasser. Der Schaden ist ordentlich. 3200 ist das, was man auf der Stufe so hat. Und dann haben wir hier zwei Ladungen und zwei Bomben. Das ist relativ wenig. Also da kenne ich Ladungen, die haben deutlich mehr Bomben drin. Hier sind es eben nur zwei Fässer. Da haben sie halt bei. Da, in den anderen Fässern ist halt irgendwie Wein drin oder so von den Italienern. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall keine Ladung gegen U-Boote. Bei der Flugabwehr sind wir marginal besser. So würde ich jetzt zumindest einschätzen, so rein von den Werten her, wo wir gerade in Kurzstrecken- und Langstreckenbereich etwas stärker aufgestellt sind, aber wirklich nur ein Müh. Ja, kann man kaum erwähnen. Feuerreichweite 4,6 Kilometer. Naja, brauche ich glaube ich nicht so viel zu sagen. Wir sind hier auf T6 unterwegs. Ihr wisst, wie die Flugabwehr da so ist. Interessant wird es jetzt, und da muss ich sicherheitshalber auch nochmal nachgucken, damit ich euch auf jeden Fall das Richtige sage. Die Ellie wird das schnellste Kreuzerchen auf der Stufe 6 werden, wenn es so bleibt. Genau gesagt haben wir 37,7 Knoten. Hier wird es aufgerundet im Spiel auf 38 Knoten. Der Wendekreis ist mit 710 Metern gegeben. Das ist 1:1 das, was wir bei der Duca der Oster haben. Und da die 710 Meter sind so im Mittelfeldbereich. Ne? Die Ellie liegt auf Platz 15 von 27 Kreuzern. Bei der Ruderstellzeit, da müssen wir aber Abstriche machen. Denn die Duca der Oster hat 6,7 Sekunden Ruderstellzeit, während unser Dampfer hier die 8,4 Sekunden sprengt. Und bei 8,4 Sekunden sind wir dann halt auf Position 18. Ja, und da ist dann schon auf jeden Fall was zu merken, weil die Ruderstellzeit kann man dann zwar runterskillen, aber naja, mit einem Kreuzer macht man dann doch vielleicht was anderes. Müsste man dann mal schauen. Weiter geht es dann auch noch mit unserer Verborgenheit. Da sind wir bei 11,7 Kilometer Erkennbarkeit zu sehen. Und das wiederum ist genau der gleiche Wert, den auch die Duca der Oster hat. In dem Sinne haben wir da keinen Unterschied. Und auch bei der Erkennbarkeit zur Luft sind wir mit 5,9 Kilometer genau gleich auf. Jetzt noch ganz kurz zu meinem Testbild, wie ich das Schiff initial testen möchte. Ich habe jetzt hier die ganzen Sachen schon mal ganz kurz eingerichtet. Wir haben die Hauptbewaffungsmodifikation dabei. Wir haben dann Schutzsysteme wie die Manövrierbarkeit. Wir haben so dünne Panzerung da hinten in dem Bereich. Ich möchte eben sicher sein, dass ich auf jeden Fall weiter manövrieren kann, beziehungsweise dass es eben weniger wahrscheinlich ausfällt. Die Genauigkeit der Hauptbatterie erhöht und dann, wenn man hier die Ruderstellzeit verbessert, kommt man genau auf die 6,7 Sekunden, die die Duca der Oster eigentlich standardmäßig hat. Ich nehme jetzt hier trotzdem erstmal die Antriebsmodifikation mit und gucke mir das an, weil ich denke, dass die Ellie eher ein Schiff ist, was aus der Bewegung heraus agieren sollte. Statisch wird der Kreuzer sicherlich nicht gespielt. Dann hier die Flaggen, könnt ihr euch ja angucken. Hier Brandwahrscheinlichkeit, ich werde HE viel benutzen, die AP ist nicht so pralle. Zumindest war sie schon nicht so pralle bei der Duca der Oster. Von daher, man wird relativ viel HE schießen. Wir haben dann hier hydroakustische Suche dabei. Wir haben hier das defensive Flakfeuer dabei. Ich ruhe gerade mal die Duca auf.
Und da seht ihr, dass wir hier eben die Sachen auch dabei haben, aber eben auch noch den Aufklärungsflieger, der dann ja quasi die Reichweite von 14 eben um 20% erhöht. Ja, den haben sie jetzt hier weggenommen am Ende. Ja, ihr seht, ist einfach nur so ein bisschen, wir sparen uns Verbrauchsmaterial, geben dafür standardmäßig diese Reichweite und das ist eben der Unterschied, den die Ellie am Ende hat. Ja, kann man bald sagen. Bisschen was bei den Torpedos eben noch. Ja, mit der Sierra Mike Flagge sind wir hier mit der Ellie übrigens nochmal bei 40 Knoten. Das ist natürlich dann auch ein richtig schönes Ding bei der Geschwindigkeit. Ne? Ich habe hier einen 10er Kapitän dabei. Auch hier habe ich mich jetzt erstmal für mit letzter Anstrengung entschieden. Und kann durchaus sein, dass ich das nochmal auch anders ausprobiere. Auch hier gehe ich dann auf die Brandwahrscheinlichkeit nach oben. Wird sicherlich die Granate sein, die man am häufigsten verwendet, sagte ich eben schon. Adrenalinrausch und einmal Tarnungsmeister. So kommen wir dann auf 10,5 mit einer angenehmen Reichweite von 16,5. Ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten. Ich würde jetzt so sagen, so von der Sache her, fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen an wie eine Nürnberg. Wobei eine Nürnberg ein bisschen schneller schießt, eine Granate mehr hat, von der Reichweite 500 Meter weniger, ein bisschen weiter aufgeht, die Nürnberg. Aber nichtsdestotrotz, so von dem Grundspielgefühl her, könnte das bei der Ellie sehr ähnlich sein, aus meiner Sicht. Auch so über Distanz wirken und aufpassen, dass man eben nicht so viel Breitseite zeigt, weil man sonst gut eingeschenkt bekommt. Ja, das ist es, was die Ellie bringt. Wer die Duca d'Aosta nicht hat, der wird die Ellie dann wahrscheinlich irgendwie sich zulegen, wenn sie, wenn man denn möchte. Oder wird halt ein schöner Drop aus irgendeinem Container zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Wie das Schiff ins Spiel kommt, ist aktuell unbekannt. Freue ich mich jetzt da unheimlich drauf. Ich persönlich finde es jetzt okay, dass wir jetzt 16,5 Kilometer bekommen und ich jetzt nicht immer diesen lästigen Aufklärungsflieger benutzen muss. Gerade weil der bei der Duca d'Aosta ja immer eine kurze Wirkungsdauer hat und eine sehr lange Abklingzeit. Da bin ich jetzt eigentlich ganz froh drüber. Würde ich dafür extra Geld ausgeben, wenn ich die Duca d'Aosta habe? Wahrscheinlich nicht. Ist erstmal nur so mein erster Gedanke. Wer weiß, wie dieses Schiff sich noch verändern wird. Ein paar Änderungen haben wir jetzt ja schon. Vergesst nicht, dass die Hauptgeschütze jetzt 8 Sekunden statt 6,7 Sekunden laden. Das wäre vielleicht noch ein kleines Gimmick gewesen, wenn wir dabei 6,7 geblieben wären. Aber ist halt jetzt nicht. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Eine kleine Exkursion in den europäischen Premium-Bereich. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben für dieses Video dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr eben die wichtigen Infovideos des Kanals hier nicht mehr verpasst, weil wir eigentlich euch so gut wie alle Schiffe hier ausführlich vorstellen. Hängt ein bisschen mit meiner Zeit zusammen, aber ich gebe mir immer die Mühe, dass ihr möglichst viele Schiffe als Info bekommt. Und wenn natürlich was aus dem Dev-Blog da ist. Also es gibt einfach die ganzen wichtigen Infos um World of Warships. Ganz einfach zu merken, Seacrowds Info. Also, in dem Sinne, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, haut rein, euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.